Wir werden noch eine Runde spielen und zwar genau gleich nochmal. Was soll's? Wieder mit Kane. Komm schon. Ein Soul Heart. Geht ja gut los. Nein. Da lang. Ach Gott, warum kriegen wir denn heute diese ganzen Zombies? Komm, 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 komm. Danke. Kackehäufchen, da ist auch noch ein Kackehäufchen. Da oben ist noch ein Kackehäufchen. Ach komm. Ach schade, hätte den nicht sprengen können. Dich, ja, dich meine ich. Und geht. Raus. Wir suchen nämlich noch den Goldraum, den wir noch nicht gefunden haben auf dieser Ebene. Der ist da. Kackehäufchen weg. Nickel. Und der Magnet, sehr schön. Der Item Snatcher. Das heißt, wir müssen irgendwo mal stehen, damit wir Items kriegen, sondern die kommt zu uns. Also, wir müssen nicht mehr hingehen zu den Items, sondern sie kommt zu uns. So. Das ist richtig. Na komm. Blub. Na komm hier. Zwei Bomben. Oh. Ich glaube. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Da. Hey, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Vielleicht da? Ach nee, schade, das wäre jetzt einfach gewesen. Und runter. Es ist Farmina. Blödes Mist. Ja, dann kriegen wir wieder ein Cube of Meat. Und sieht das fast aus wie. Stirb. Stirb. Könntest du bitte, danke. Komm schon. Geh doch bitte einfach drauf. Keine zwei Fliegen. Böse Fliegen. Und coole Fliegen. Na komm. Danke. Ich habe einen eigenen Fliegen getötet. Entschuldigung, ich hatte gerade eine Fliege vor mir gesehen. Mann. So blöde Mistvieh. Rede ich jetzt mal wieder, danke. Und der Cube of Me, den nehmen wir natürlich mit und dann geht's ab. Und weiter nach links. Oh, ich hasse diese scheiß verdammten Fliegen, ey. Sind so schlimm, ganz ehrlich. Ich hasse sie so abgrund. Ja, natürlich. Aber wir kriegen noch gleich Doppelfliegen. Weil wir ja sowieso noch nicht genug geplagt sind mit Fliegen. Fliegen im Real Life, Fliegen im Spiel, ist das nicht toll? Oh Gott, zum Glück habe ich das gerade nicht aufgeschlossen. Oh, wir haben einen Lack ab. Sehr schön. So, und wo jetzt? Ja, Lack, das ist ja nett hier mit deinem Lack, aber kannst du jetzt mal bitte woanders ausüben, wenn es so ein Lack ist. Oh Gott, ganz viele leckende Mistviecher. Weg. Ich mag die nicht. Eine Tarotkarte. Hierophant. Oh, sehr schön. Zwei Solats. Und ja, Goldraum noch suchen. Goldraum. Da bist du ja schon. Und nach oben und dann rein da. Oh, Shoot Speed und normalen Speed up. Und wir haben eine Spritze im Hinterkopf. Ist das nicht sexy? Wunderschön, oder? Oh, ein Schlüssel, sehr schön. Vielleicht doch noch die Goldtruhe aufschließen. Ja, was soll's. Gib mir was Gutes. Oh, Speed up. Noch mehr Speed. Jetzt sind wir so speedy. Na, so ein dummer Spruch, okay. Gucken wir mal, wie wir kriegen. The Duke of Flies. Ähnelt irgendwie dem, was wir gerade hatten, oder?
Ja, spuckt man noch mehr von den großen Viechern. Ganz genau, so sehe ich das auch. So machst du das richtig, Mr. Duke. Gut, ein Glück habe ich den Mietklumpen gerade gehabt, sonst hätte ich jetzt Fliegen abgekriegt. Ah, nee, Mann. Den blöden Fliegen, verzieh dich. Ach komm schon, jetzt geh doch bitte einfach weg. Go away, I don't like you. Ah, geht doch. Holy Heart, oh Gott. Geisteskranke Fliegen. Soul Heart. Oh, aufpassen, dass ich jetzt nichts verliere. Oh, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich kein Herz mehr verliere. So, geklappt. Und noch mehr Life. Oh Gott, das ist toll. Und runter, und dann kriegen wir noch ein Leben. The Caves won. Oh mein Gott, da steht schon wieder einer vor der Tür. Ach ja. Ich glaube, er wird es nie lernen. Lernen. Geh weg. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Was habe ich angeheult? Geh weg. So, danke. Machen wir nehmen mit. Und das Fliegchen machen wir auch noch weg. Warum? Weil ich es kann. Zack. Und links. Ah, das gibt's doch nicht. Schon wieder. Los. Stopp. Keine gute Idee. Doch, eine gute Idee. Vielleicht doch. Schon die Fliege da weg. So. Könntet ihr euch bitte mal nicht so schnell bewegen? Das wäre sehr nett. Oh Gott. Der Kackhäufchen jetzt mal. Das Kackhäufchen jetzt mal kaputt mit der Fliege. Ich mache erst die Fliege. Oh, und jetzt nehmen wir den hoch. Ach, klar. Jetzt pieselt er sich. Danke. Schlüssel für den Goldraum. Und rüber. Ich bin ihn. Warum ausgerechnet Spinnen? Naja, und noch ein Schlüssel. Und runter. Ich hasse auch nicht. So, verdammte schöne Spinne noch wegmachen. Vielleicht kann ich mich hier ja durchbomben. Ach, schade, kann ich nicht. Kein Geheimraum ist. Naja. Was soll ich hier spinnen? Immer diese vermaledeiten Mistviecher, ich hasse sie so abgrundtief. Lass mich einfach in Ruhe. Sind die noch zum Tier, ey? Ein halbes Herz, das wir nicht brauchen, wurm ich mal den Kisten frei. Und wir kriegen gleich eine Wurme wieder, sehr schön. Zack, und dann gehen wir mal da rein, gucken mal eine Goldtruhe. Nein, die nehmen wir nicht mit und wir gehen nach oben. Da gehen wir auch nicht rein, das ist ja wieder toll. Super Raumteilung, Aufteilung hier, ey. Ach, King Heimraum, das gibt's doch nicht. Hoch, lieber hoch. Das Saul hat immer mit. Danke. Genauso wie das Geldding dann. Und den Schlüssel und den Goldraum. Friends till the end. Heißt das Item sogar, glaube ich, ne? Best Friend heißt das. Dieses Item, können wir einsetzen. Ich zeige euch das am besten einfach. Au. So, bitteschön. Mistviecher. Ah. Oh, the left hand. Keine Ahnung, was es macht, aber ich nehme es mit. Entschuldige. Ja gut, bei The Hollow ist das irgendwie ein bisschen so überflüssig. Aber ich kann es euch ja mal so demonstrationshalber so. Zack, da liegt da nämlich so ein kleiner Mini-Isaac. Der nach einer Zeit explodiert. Der ist halt als Ablenkung für Monster gedacht. Das heißt, Monster greifen dann im Normalfall eigentlich ihn an und nicht mehr uns.
Na toll. Ich laufe mal in die Ecke und versuche jetzt weiter zu kommen. Oh je, jetzt haben wir drei von den Viechern. Shit. Könnte das Ding da vielleicht mal einen Geist aufgeben? Das wäre sehr nett. Eins weniger, sehr schön. Und jetzt haben wir noch den einen. Gott, ich bin eigentlich so schnell. Nein, nein. Cheers up. Und runter. Nicht lang schnacken, sondern weiter zocken. Noch mehr Spinnen. Yay. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe euch doch gar nichts getan. Oh Gott. Oh, da ist die. Und dann gehen wir zum nächsten über. Nicht zu viele Spinnen machen. Nee, nicht zu viele Spinnen machen. So, jetzt haben wir noch die eine da unten, die sich jetzt teilt. Und jetzt stirbt die erste davon. Und da ist die zweite tot und ein Herz, das wir nicht brauchen. Ist nicht dein Ernst. Ah, nur 3 von 6. Komm schon. Lass dich doch mal treffen, Mensch. Ach, gibt's doch nicht. Springen wir den da noch, damit sonst niemals gefährlich werden kann. So, und dann rechts. Rechts machen wir diesmal zuerst. Oh, nein. Langsamer, ich kann brechen, ey. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ah. Danke, eine Tarotkarte. Cheat. Oh, achso, das war das. Schnell im nächsten Raum, aber die Musik wird trotzdem erst auf, wenn wir. Genau. Wenn der Effekt normalerweise auch rausgelaufen wäre. Nein. Da sollst du hin bomben. Na los. Shit. Hier hin. Schmeißt eine Bombe. Komm, die verbeide gleich. Nein, ich will das Soul Heart erst, wenn die. Oh, cool, dankeschön. Jetzt darfst du das Soul Heart nehmen. Jetzt darfst du den da töten. Und dann darfst du die rote Truhe aufmachen mit 2 Trollbomben. Die natürlich auch zu mir geflogen kommen. Okay, ich brauche mich doch gar nicht bewegen. Jetzt könnten wir sogar, wenn wir wollten, den Geheimraum noch, Quatsch, den Goldraum. Geld, nicht Gold. So, einer ist tot, eine Reihe. Komm, komm. Oh, du auch noch. Danke, und Schlüssel. Halt vorbeigelaufen am Schlüssel. Ach, das ist schon der Bossraum. Der Boss Room of the Bosses. Was ist das? Danke, aber ich habe gerade mir jetzt den Weg freigesprengt. Immer das Positive sehen. Na, ein halbes Herz, das wir nicht brauchen. Wir suchen jetzt noch den Gold- und den Geldraum. Müsste ja beides hier oben sein. So, warten. Zack, zack, zack. Hoffentlich noch ein Soul Heart drin, das wir mitnehmen können. Oh Gott. Scheiß Copy-Paste-Räume, ich hasse sie. Komm schon. Stirb. Auch. Na komm. Jetzt geh, danke. Und nochmal Trollbomben, sehr schön. Und wieder eine erwischt. Eine ganze Reihe.